Hallöchen und willkommen zurück bei Pixelmon mit Chululia. Und Kosse. Hallo. Wollte gucken im Pocket Chest. Es ist drin ein One Iron. Wow. Oh, das verstärkt die Dings, oder? Mal, wen haben wir ausgewählt? Du hier. Eisattacken wahrscheinlich. Wie sich das. Friend, oh mein Gott, Eisen erhöht Friendship. Kann man das craften? Also nicht Eisen, sondern Iron. Also so das Vitamin. Nee, hat kein Rezept, schade. Das ist natürlich cool. Also das ist ein Vitamin, das ist nice. Gucken, wie viel hat denn das jetzt gegeben von Friendship? Happiness 0. Ich bin hier, glaube ich. Oh, es blinkt wieder. In einem Gebiet, in dem ich noch nie war. Ja. Und ich glaube, da waren wir alle noch nie wirklich. Ich glaube, ich bin echt in ein neues Gebiet gekommen. Ja, ich glaube, ich bin auch so langsam im neuen Gebiet. Aber ich finde es cool, wie viele unsichtbare Sachen man findet mit dem Itemfinder. Ja. Super cooles Spielzeug. Gefunden. Waterstone. Naja, ist jetzt nicht so. Ja, dann apropos, danke an deinen Zuschauer, ne, der das mit dem Itemfinder ja gesagt hat. Oder? War natürlich gemein, dass ich dir auch keinen gecraftet habe und einfach abgehauen bin mit dem Ding. Ah, pfff. Ich hab's herausgefunden. Flamed mich. Und du hast ja auch erst rausgefunden, wie er wirklich funktioniert, nachdem ich einen ja gemacht habe. Wenn die Zuschauer werden es wahrscheinlich in die Kommentare geschrieben haben. So, Julia, da zieht man doch, guck mal, gelber Pfeil. Aber sehe ich das richtig, muss man die ganze Zeit die rechte Maustaste gedrückt halten oder zeigt es dir generell irgendwann an? Darauf muss ich jetzt dann mal achten. Ich wollte gerade sagen, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man muss immer die rechte Maustaste drücken, um das zu aktualisieren. Ja, ich suche jetzt weiter ein Pokécenter. Wenn ich umgekehrt wäre, wäre ich schneller gewesen. Meh. Ich bin gerade an einem Pokécenter vorbei, also whatever. Aber ich war gerade beim Pokécenter, glaube ich, oder? Ja. Ich habe nur Items gesucht, deswegen. Vielleicht finde ich ja einen neuen Schrein oder so. Ja, wir müssen noch die anderen Schreine finden. Wenn wir dann tatsächlich die legendären gerne hätten und so. Wäre schon ziemlich cool. Zu den anderen Schreinen möchte ich auch gerne irgendwann mal wieder hin, weil der ziemlich nice aussah irgendwie. Aber muss ich ja sowieso. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? 317 Kills brauche ich noch. Das hört sich gar nicht mal so viel an. Ich finde, das hört sich mega viel an, aber naja. Es geht. Man müsste halt wirklich dann eine Folge, also was heißt eine Folge, man müsste halt wirklich mal so eine Folge lang nur, also wirklich jeden Scheiß angreifen, am besten mit den High-Level-Pokémon, damit es halt wirklich extrem schnell geht. Ja, könnte man schon machen, ne? Also in dem Dorf hier ist nichts drin. Hier ist ein Fluffy, Oddish, Ponita. Ich glaube, in den Wäldern ist es einfacher, Loot zu finden. Ich glaube, außerhalb der Wälder gibt es nicht so viel okay. Loot. Also er zeigt dir definitiv nur an, wenn du rechts klickst. Ich bin nämlich jetzt ein Stückchen zurückgelaufen. Ja. Bis er wieder resettet hat und bin wieder vorgelaufen, hat sich nicht verändert. Kann man Rechtsklick gedrückt halten? Ja, oder? Kann man. Das ist natürlich cool. Ein Pachirisu. Gesundheit. Ein Pachirisu klingt immer so ein bisschen wie, als würde man extrem süß niesen. So. Ja, schön. Pachirisu! Thunderstone, wow. Kannst du den Raichu machen? Ich will aber keinen. Also zumindest, wenn dann nur ein zweites Pikachu fangen, okay, aber ich will so eigentlich nicht wirklich ein. Ich weiß auch nicht, Pikachu finde ich so viel besser als Raichu. Ja, irgendwie schon. Früher habe ich allerdings tatsächlich mit Raichu, oh Gott, ja, weißt du Bescheid, ne? Unser toller Pixelmon-Running-Gag-Hose bekommt ein Paket und muss dann während der Aufnahme weg. Sowas aber auch. Ah, ich finde das toll. Ich feiere das ehrlich gesagt schon ziemlich. Wir müssen uns ein eigenes Hashtag einfallen. Irgendwie so Hashtag Pakethose oder so. Keine Ahnung. Oder Pixelpaket. Hashtag Pixelpaket. Das wäre doch nice, wenn ihr alle das in die Kommentare schreiben würden. Hashtag Pixelpaket. Mal gucken, ob es checkt, was damit gemeint ist. Oh Mann. Ich finde kein Pokécenter hier. Das ist gerade ziemlich ärgerlich. Ich hätte doch umdrehen sollen, nochmal zu dem anderen zurückgehen. Jetzt ist das Pokémon, das ich eigentlich trainieren muss, wegen der Freundschaft, tot. Ist schlecht. Ist gar nicht gut. Och Mensch. Mal gucken, ob es dann während der Aufnahme heute, während der Session noch ein, zweimal klingelt, weil er bekommt ja mehrere Pakete, so wie es aussieht. Hallo, Hose. Ja, es war das wichtigste Paket. Danke. Bitte. Oh, Jesus. Was habe ich verpasst? Nix. Gut. Niente. Oh Gott.
Bin immer noch auf der Suche nach einem Pokécenter und finde Übrigens, keines. mir schlagen übrigens immer ganz viele vor, na, benutze doch eine Packstation, das ist viel einfacher. Die Packstation ist 45 Minuten von hier weg, die nächste. Das ist böse. Und ich habe kaum Zeit, dahin zu gehen, also. Wüsste auch nicht, weiß ich nicht. Packstation ist da Ich leider nicht wirklich habe eine Option. Also höchstens ignorieren, dann nehme ich es meinen Nachbarn an, aber. Wave Oder ich muss es mir abholen. Incense. Was ist ein Wave Incense? Das ist doch Keine sicherlich für Ahnung. Wasserattacken oder so. Oh, das kann sein. Ist es eine TM oder ist es nur ein Item? Es ist ein Item, schätze ich mal ganz stark. Autsch. Ja, es wird ein Item sein. Ich Ein gebe das jetzt Abra. einfach meinem Wasser-Pokémon und dann passt das schon. Ich bin hier leider gerade am Ende angekommen. Hier ist mehr. Na, nee, ich bin hier. Da ist ein Fichtenwald. Ich weiß nicht, ob wir schon einen dichten Fickicht, einen Fichtendickicht hatten. Hier. Keine Ahnung. Überhaupt nicht außer Atem, ey. Schnell runtergerannt. Hey, hi. Und Paket. Super, awesome. Tschüss. So. Das ärgert mich, dass die Karte hier jetzt zu Ende ist. Ich bin am Überlegen, ob ich ein bisschen übers Meer fliegen soll. Hast du ein Wasser-Pokémon, was im Wasser schneller ist? Lapras oder so? Nein. Nämlich im Allgemeinen etwas schneller, als wenn du Ach mit einem komm, Flug-Pokémon ich das flieg da machst. jetzt einfach mal drüber. Und schau einfach mal, ob ich da irgendwas finde. So, wo ist jetzt mein Pokémon? Ich sehe aus, ich finde, der Itemfinder, wenn du damit rumrennst, sieht das ein bisschen aus, als würdest du mit einem, weiß nicht, mit einem Taser rumlaufen und würdest alle schocken wollen, die Ja, irgendwie Pokémon. schon, ja. Ich hoffe, dass der Server jetzt nicht irgendwie stärker zu lecken anfängt, wenn ich da jetzt die ganze Zeit übers Meer fliege und der Ja, hier wer generieren weiß. muss. Also du generierst mal weiter, dann bleib ich nämlich mal in Gebiet, was ich schon kenne, damit der Server nur ein neues Gebiet Na, generieren es sieht muss. aber gut aus, wie wenn ich hier gar nicht weit fliegen muss, weil hier ist schon wieder neues Festland. Das ist doch schon mal super. Da ist ein Es ist hier eine Tauboga. Bucht mehr oder weniger, könnte man sagen. Gotoffer. Kannst das vielleicht? Dann kann ich Läuft? das hier so Yes. lange weiter trainieren. Din, 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 din. Shockwave. Din. Oh. Shockwave. Weil wenn ich schon laufe, dann könnte ich wenigstens auch die anderen Pokémon so lange ein bisschen trainieren. Zum Beispiel das hier. Vor allem das Pokémon hat irgendwie kaum Attacken, mit denen man angreifen kann. Das ist ja total doof. Ja, ich muss auch ganz dringend meine Pokémon irgendwie aufleveln. Ich weiß nicht, ich habe so viele Pokémon, die keine einzige Attacke haben, die wirklich brauchbar ist. Weiß nicht, ob wir noch TMs haben, bei uns rumfliegen haben, aber wir treffen ja auch kaum noch Bosse oder so, Ja, soweit ich wo das wir dann halt sehe, wirklich mal. hat Evoli keine einzige Attacke, die Schaden macht. Habe ein Poké-Center gefunden. Yeah. Also normalerweise eine müsste es haben. Ja, sieht nicht so aus. Ist nicht Miltank. Das ist ein Poké-Center. Ne, hat keine einzige. Wirklich? Das ist ja seltsam. Und ich habe auch ein Pokécenter endlich. Und auf dem Weg zum Pokécenter ist irgendwo Pokeloot. Pokelut. Da-d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 a. Oh Mann. Ich kämpfe jetzt mit dem Flug-Pokémon gegen. Das ist keine gute Idee, 40 aber was soll's. Aerial Ace. Aero Oh, Ass ist das doch. hast du die? Ja. Brauchst du die? Warum? Wenn ich die haben will. Ja, da könnten wir vielleicht drüber reden. Okay, was willst du dafür? Ich könnte dir einen Item-Detektor geben. Ahnung. Gucken wir einfach mal. Weil die meisten Flug-Pokémon lernen das, aber ich befürchte, das Level, auf dem mein Flug-Pokémon das lernt, ist schon eine Weile her. Ja, da könnte man sich vielleicht darüber unterhalten. Ist jetzt eigentlich Frag mich, das ob das auf dem Flug. Freundschaftslevel hier gesunken, weil es so lange tot war? Nein. Okay, gut. Freundschaftslevel gesunken, weil es zu lange tot war. Ja? Kündige die Freundschaft, du hast mich so lange tot gelassen. Das ist voll Ja, hätte ja scheiße. sein können. Mensch. Ja, hätte sein können. Ich sage Hätte, ja hätte, nichts dagegen. Fahrradkette. Richtig. Hier ist ein Arbok und auf dem Weg zum Arbok macht es Pling Pling. Arbock. Du hast viel mehr Glück mit dem Pling-Pling. Ich krieg keine Pling-Plings mehr. Ich habe auch gerade keine Pokémon mehr. Ich würde nämlich gerne Navi ein bisschen weiter trainieren, weil der kommt langsam. Ich glaube, Level 42 oder so entwickelt sich Navi. Endlich. Dann Kann habe ich man. zwei Flug-Pokémon im Team. Das ist ja übel. Naja. Ja, ist doch Passt cool. schon. Wenn Passt man schon. überlegt, dass ich damals, oder dass wir damals, eigentlich haben wir es ja beide gemacht, wirklich immer am Strand entlang gelaufen sind und durch Wüsten,
Weil es da so leicht war, diese Ja, die zu Partikel finden. zu. Ja, genau. Plus, wir haben ja dann irgendwann so auch rausgefunden, dass wir über die Minimap ganz einfach zu den Bäumen kommen. Ja, da haben wir dann wirklich viele von diesen versteckten Pocket-Chests auch aufgeklaubt. Das war ziemlich cool. Ja. Ah, da ist es. Yes. Yeah, have a metal claw in your face. Power Anklet, was auch immer Power Anklet ist. Ja, das macht, glaube ich, Attacken stärker oder so. Ich weiß nicht, welche Art, aber irgendeine. Ja, ja, das ist auf alle Fälle irgendwas, sowas ist es definitiv. Wie, es blinkt schon wieder. Jetzt muss ich eigentlich schon wieder zum Pokécenter, ne? Weißt du was, ich warte ab, bis ich ein neues habe, solange trainiere ich halt die anderen. Dann bin ich gezwungen, mehrere Pokémon zu trainieren und nicht immer die gleiche Scheiße zu nehmen. Dann gehen wir nämlich hier rein, in den Wald. In den Wald kommen nachts Pokécenter. Und Pokécenter kann ich, Pokécenter sage ich schon, Käfer. Und Käfer kann ich verbrennen. Oh mein Gott, wie sweet, ein Level 2 Raupi. Ob ich das besiegen kann? Es wäre so für so einen epischen Kampf für ein Level 1 Pokémon irgendwie. So episch sind die Kämpfe meistens ja gar nicht. Also dann bei sowas. Icy Wind ist offensichtlich super effektiv auch. Eis gegen Käfer wusste ich auch nicht. Es wäre cool, wenn sie dann irgendwann nochmal reinbringen würden, dass halt manche Attacken halt einfach eine Animation bekommen. Ja, das wäre echt cool, aber ich glaube, das wird so lange dauern. Also, weil die müssen ja dann wirklich für alles die Animation jeweils machen, für jede Attacke. Und du weißt ja, wie viele Pokémon-Attacken es gibt. Ja. Ich meine, es ist ja schon mal ein Fortschritt, dass die sich gegenseitig irgendwie Kopfnussen, wenn die sich angreifen. Ja, das stimmt. Also allerdings. So halb. Oder hinten ist ein Pokécenter, awesome. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding hier versteckt sein soll. Weil ich bin theoretisch da. Weil immer, wenn ich mich drehe, dreht sich es in eine andere Richtung. Dann guck mal oben drüber oder unten drunter. Ja, bin ich schon. Ich stehe auf einem Baum, da ist es nicht. Ich schaue unter dem Baum, da ist es nicht. Dann soll es da bleiben. Ach, da ist es. Hab's. Hab auch habe eins. HM2 Fly. Wieso kriegst denn du jetzt so viele schöne HMs oder VMs, die richtig cool sind? Was ich übrigens auch nicht verstehe, ist, warum die HMs sich auch verbrauchen. Und ich nicht. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, aber... Weil ich, alles was ich finde mit dem scheiß Item Finder, ist, ich habe einen verbogenen Löffel gerade gefunden. Ja? Einen verbogenen Löffel? Ja, der verstärkt Psycho, oder? Keine Ahnung, ich habe den noch nie gesehen. Ich gehe stark davon aus, dass er Psycho verstärkt. Würde theoretisch Sinn machen. Ja, gehe ich auch von aus, aber trotzdem. Doof. Oh, arme Hose. Ich will ja mehr machen. Oh, soll ich wieder zurückkommen? Nee, alles gut. Ich bin ja eh woanders. Nur auch die ganzen Attacken, die ich vor allen Dingen brauchen könnte, findest du jetzt gerade. Also Fly und Aerial Ace. Keine Ahnung was. Fieser Kack ist das, fieser Kack. Ich tausche momentan noch so viel meine Pokémon, sodass mein Fritzstern am besten gar keinen Schaden bekommt. Na, weiß nicht, ob das, also Schaden bekommen darf der schon. Ich glaube, dafür, dass der kämpft oder dass er am Kampf teilnimmt, kriegt der Glück dazu oder Zufriedenheit oder wie auch immer. Damit es länger ich. Überlebt. Das ist ja der Punkt. Sonst überlebt das Ding nicht so lang. Weil ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Also das bin Problem mir aber bei ist den halt, meisten Sachen nicht sicher. Ich glaube auch nicht, dass es was damit zu tun hat. Aber das Problem ist, wenn es mir halt dann recht schnell weggeburstet wird, dann habe ich halt ein Problem. Weil dann kann ich wieder schauen, wo das nächste Pokécenter ist und so weiter und so fort. Ja gut, das stimmt natürlich. Sieht hier gerade ziemlich episch aus, mal davon abgesehen, dass es hier irgendwie jetzt sondern nicht generiert worden ist. Es ist geil, wie hier gerade ein Georock, ich glaube es ist ein Georock, ja, ein Georock gegen einen Kleinstein kämpft. Ich bin überlegen, Georock zu fangen. Wobei, eigentlich müsste ich bei Kleinstein anfangen und dann anschließend könnte man das natürlich ziemlich, ziemlich cool zu Geowatz entwickeln. Das war doch auch eines der Pokémon, das man tauschen musste, oder? Ja. Oh, das macht ich überlege Schaden. Gerade. Da das kein Pixelmon Villager gibt. Moment. Was denn? Ui. Ich wollte etwas fangen. Das werde ich jetzt fangen. Oh, das muss ich mit Samthandschuhen anfassen, weil das ist geil. Entschuldigung. Welches denn? Ich sag dir dann noch meins. Aha, jetzt können wir Informationen tauschen. Ich traue mich jetzt mit Bugbite anzugreifen. Das hat funktioniert. Ich traue mich nochmal mit Tackle anzugreifen. Das hat auch funktioniert. Ich traue mich nochmal mit Tackle anzugreifen.
Muss Ich ein finde, ich neues. habe gerade so ein episches Loot gefunden in so einem Baum, ne? Weißt du, was drin war? Eine Oranbeere. Eine Oranbeere. Ja, eine Beere. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. In diesen Bäumen kannst du auch Meisterbälle finden und da ist eine Beere drin. Yes! Was hast du denn gefangen jetzt? Das wird's am Ende der Session. Ist mein. Oh mein Gott, wie epic ist das denn? Ich brauche ein Pokécenter. Muss meine Pokémon heilen. Ich glaube, ich laufe jetzt mal langsam zurück auf irgendeinen der Wege, die man zurücklaufen könnte. Bald bin ich nicht von zu Hause weg. Verbrennten Scharniere. Ich bin auch sehr weit weg. Ich bin so weit weg, dass die Meterangabe gar nicht angezeigt wird momentan. Also dank meiner Flugwolke bin ich relativ schnell wieder da dann. Oh Oh mein mein. Gott, das geht auch mit Fliegen. Wenn man fliegt, geht der Itemfinder auch ab. Echt? Ja. Das ist ja nice. Gott, haben wir hier viele Pokécenter gerade. Ich fliege gerade auf einen Strichwald zu. Da hinten sind die Partikel. Trugglebug. Ich weiß nicht mal, was das ist. Sehr schön. Es ist eine TM, das ist schon mal gut, Du aber wirst mich so Strugglebug, wirklich? verfluchen. Oh mein Gott, wirst du mich verfluchen. Wieso? Na, so halt, ne? Soll ich denn jetzt weiterfliegen? Ja, ich fliege weiter. Ich werde das mit dem Item Finder im Fliegen jetzt auch machen. Dann bin ich schneller zu Hause. Dann kannst du es vielleicht sogar schon sehen, bevor wir die Session beenden. Wenn ich Ich lieb bin ja bin. auch nicht zu Hause, just saying. Ach so. Das ist kein Problem. Dann suche ich mir eine andere Aufgabe. Fliege jetzt erstmal zu einem Hey, also die Pokécenter. Bäume findet der nicht, der Item Finder. Ja, der findet nur die Thunderstone, unsichtbaren yeah. Teile. Nur die unsichtbaren Ja. Pokéchests findet er. Das hat ja der damalige Itemfinder doch auch gemacht. Er hat doch auch nur die unsichtbaren aufgedeckt, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ich habe den nie benutzt. Nee, der hat auch nur die unsichtbaren aufgedeckt. Das gab es ja im Pokémon auch in den Editionen. Unsichtbare Okay. Sachen. Da habe ich mir dann immer die, wie hieß die? Kids Zone, genau, die Kids Zone habe ich mir dann immer gekauft. Gott, ich habe so viele beschissene Bären Und jetzt. da stand dann beispielsweise immer drin, wo halt zum Beispiel in Pokémon-Edition Gold was versteckt ist. Ja, klar, das war ja bei Pokémon immer gleich, aber das hier ist ja procedurally generated, das hier ist ja immer anders. Ja, klar. Aber da hat es halt auch nur unsichtbare Sachen gegeben. Oh, es plinkt. Ich muss landen. Flump. Irgendwo da Ist der, oben. wo ich eben war? Das ist der. Nee, das ist nicht der, wo ich eben war. Ein anderer Baum raus. Oder ist das der? Ein Choice Band. Keine Ahnung, was es macht. Hier, trag das mal. Oh, danke. Bitte, bitte. Ich forgot. Aber weißt du, was das Tolle ist? Wir haben schon wieder 18 Minuten. Wirklich? Ja, die Folge ist schon wieder zu Ende. Das ist so krass. Zeit vergeht so schnell. Ja, übel. Weißt du, wir müssen uns schon wieder verabschieden. Das ist auch übel. Ja, aber wir Das heißt, wir kommen sehen uns aber dann. Ich wollte wieder. gerade sagen, ihr werdet uns noch so schnell nicht los. Das heißt, wir sehen uns in der. Nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge. Oh Gott. Übermorgen. Ich bin beinahe gestorben. Jo, ciao, ciao. Tschüss.